Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Signori, Signori, ich bin es, ich muss über das Stück ein paar Worte reden, ja, ich. Etwas zu diesem wunderbaren, es ist wirklich ein wunderbares Werk. Normalerweise, wenn man ein Jazzkonzert hört, sind es so eher kürzere Stücke mit verschiedenen Titeln, was wir auch hier haben, aber der Duke Ellington hat sie in einer wunderbaren Suite mit einem bestimmten Zweck dahinten. Also nicht nur der Duke Ellington, weil ursprünglich war es er, dann zwei andere Arrangeurs aus Norwegen haben das noch einmal, Dänemark, noch einmal genau das Essentielle zusammengebracht. Und ich glaube, dass der Hauptargument in dem Stück hat mit Freedom, mit Freiheit zu tun. Der Duke Ellington hat dieses Stück geschrieben, als er 66 Jahre alt war und dann noch ein weiteres ähnliches Stück, drei, vier Jahre später nochmals. In den 60er Jahren, wo natürlich, wenn man gesagt hat, Freedom, Freedom, war ganz eine andere Idee im Kopf oft von den Personen. Wenn wir auch nur an Woodstock denken, Jimi Hendrix, da war ein anderer, so dasselbe Wort, aber mit einer anderen Bedeutung. Und es ist interessant, der einzige Satz in dem Stück, der wirklich gesagt wird, das ursprünglich der Duke Ellington selber gesagt hat, wird unsere Solistin dann auch sagen. Und es hat damit zu tun, dass dieses Wort Freedom schon damals sehr, sehr oft benutzt worden ist, aber eigentlich nicht mit der ursprünglichen Bedeutung. Was war das für Duke Ellington? Duke Ellington war natürlich 1899 geboren, eine Schwarze in einem Land, wo immer noch bis zu nicht lang her es nicht leicht war. Und natürlich, es ging um die Gleichberechtigkeit, ja, für ihn, the freedom. Ja. Das sieht man auch in den Spirituals, weil da praktisch sehr oft der Rede ist, dass wenn ich endlich einmal sterbe, dann werde ich endlich frei sein, weil es so schlimm ist auf in dieser Welt jetzt. Ja. Also das Weite, also deshalb von den 16 Sätzen in diesem Werk, 7 haben mit Freiheit zu tun, es kommt immer wieder. Und das ist, er sagt, es wird oft nicht richtig benutzt, das Wort Freedom. Das ist ein interessanter Gedanke für heute auch, glaube ich. Eine andere Sache, die überraschen wird, ist, dass jemand tanzt auch in dem Stück. Warum das? Weil wer, also wie ich, sehr oft die Bibel liest, ja, ich versuche es mein Bestes, besonders im Hotel, es heißt eben, dass der David hat vom König getanzt. Und das gilt auch
König und Gott getanzt. Das heißt, nicht nur singen, Instrumentalmusik, sondern auch tanzen als ein Lob, Loblied praktisch. Und das, die haben eben diese wunderbare Gelegenheit in dem Stück. Sie werden auf einmal einen Step-Tänzer sehen, die eben ursprünglich so gedacht war in dem Stück. Als letzter Gedanke dann, weil ich auch hier ein Lehrer war, l'ultimo pensiero del discorso che ho appena fatto, che è un po' di far capire che l'idea freedom, no? Libertà, che è al posto centrale di questo pezzo, Duke Ellington diceva sempre che in quel periodo, 60, 65, 8, 9, 70, che si usava questa parola freedom nel modo sbagliato. Okay? Allora, l'ultimo pensiero che avevo era invece, essendo una volta anch'io l'onore e anche il piacere di essere un insegnante a questa scuola, com'è bello di fare un pezzo che ha i suoi anni, perché era un pezzo scritto negli anni 60 che non era più moderno, era nello stile, diciamo di una certa epoca, sempre jazz, però c'era altri jazz in quel momento, no? Però di avere gente giovane, ja, wirklich diese ganze junge Leute, die mit Enthusiasmus diese Musik singen und noch dazu die Lehrer, die ihnen aufgebaut haben, geholfen haben, sie singen auch mit und dann haben wir noch dazu zwei Lehrer, diese absolut super Schule, muss ich sagen, jetzt darf ich sagen, ich bin nicht mehr dran, die auch in der Band spielen. Also so eine Kombination, das sieht man, muss man lang gehen, um das zu sehen. Applaus. Please turn your mobile phones off. And also the people in the choir. Praise God!
Thank you.
Freedom. Freiheit ist ein Wort, gesprochen, gesungen, mal laut, mal leise, in vielen Sprachen auf der ganzen Welt. Das Wort Freiheit wird für vielerlei Zwecke benutzt, manchmal sogar im Interesse der Freiheit. Freedom is sweet to the rhythm, it shall say.
Thank you.
Super.